Willkommen zu einem kurzen Schulungsvideo für die B-Intense Meet Infrarotkabine. In wenigen Minuten wissen Sie, worauf Sie bei der Kabine besonders achten müssen und wie Sie diese korrekt bedienen. Der Einfachheit halber verwenden wir in diesem Video den Begriff der Anwender. Wir schließen aber alle Geschlechter bei dieser Formulierung mit ein. Infrarotstrahlung ist bekannt aus der Natur. Etwa 54% der Sonnenstrahlung, die die Erde erreicht, ist Infrarotstrahlung und wird als Wärme wahrgenommen. Die Durchblutung wird angeregt, Schweiß trägt zur optimalen Feuchtigkeitsversorgung der Haut bei. Die B-Intense Meet Infrarotkabine wird mit einer ausführlichen Betriebsanleitung geliefert, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können. Verwahren Sie die Betriebsanleitung an einem Ort, wo Sie sie wiederfinden. Ausführliche Informationen zur Verwendung und Zielgruppe der Anwendung lesen Sie in der Betriebsanleitung nach. Auf den ersten Seiten finden Sie Warnhinweise für Ihre Sicherheit, beispielsweise die Information, dass die Zugänglichkeit des Stromsteckers immer gewährleistet sein muss. Lesen Sie diese direkt in der Betriebsanleitung durch. Weiters gibt es allgemeine Hinweise für die Verwendung der B-Intense Meet Infrarotkabine. Es dürfen keine Flüssigkeiten in oder auf den Infrarotstrahler oder die Abdeckung gelangen. Auch darf der Strahler nicht abgedeckt oder Gegenstände darauf platziert werden. Bei langen Haaren achten Sie darauf, dass diese für die Behandlung hochgebunden sind und den Strahler nicht berühren. Achten Sie darauf, dass der Anwender den Strahler nicht berührt, da dies zu Verbrennungen führen kann. Personen mit eingeschränktem Wärmeempfinden oder die sich unter Einwirkung von Alkohol, Drogen oder Beruhigungsmitteln befinden, dürfen die Infrarotkabine nicht verwenden. Lassen Sie 10 Minuten nach der letzten Anwendung verstreichen, bevor Sie den Strahler wieder aktivieren. Instruieren Sie den Anwender, dass bei Brennen oder Schmerzgefühl im bestrahlten Hautbereich die Infrarotintensität selbst reduziert werden kann. Bei zu hoher Temperatur kann der Anwender die Türe öffnen. Fühlt sich der Anwender bei der Behandlung unwohl, so kann er diese jederzeit beenden. Bei Personen mit Operationen, Krankheiten, Verletzungen, Schwangerschaft oder im Falle von plastischen oder medizinischen Implantaten sowie bei Risiko einer Überhitzung durch zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bei Einnahme von Medikamenten muss die Behandlung mit einem Arzt abgeklärt werden. Der Anwender darf nicht länger als 9 Minuten direkt in den Strahler blicken. Bei empfindlichen Augen bietet sich eine Schutzbrille an. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung. Zwischen einem Sonnenbad oder Solarium müssen mindestens 24 Stunden verstrichen sein, bis der Anwender die Infrarotkabine verwenden darf. Nach der Anwendung sind eine Dusche und das Eincremen der Haut mit feuchtigkeitsspendender Lotion empfehlenswert. Gerötete Haut ist nach der Anwendung normal. Ist die Haut des Anwenders länger als 3 Stunden gerötet, so reduzieren Sie die Strahlungsintensität bei der nächsten Anwendung. Ist die Haut länger als 12 Stunden gerötet, wird empfohlen, dass der Anwender einen Arzt konsultiert. Öffnen Sie niemals die elektrischen Komponenten der Infrarotkabine. Diese dürfen nur mit Original B-Intense-Teilen von einem von B-Intense zertifizierten Fachmann getauscht werden. Lassen Sie Kinder nicht mit der Infrarotkabine spielen, Reinigungs- und Servicearbeiten durchführen oder die Kabine benutzen. Wurde die Behandlung wegen des Defekts unterbrochen, so können Sie diese nach Wiederinbetriebnahme fortsetzen. Bei Störungen wenden Sie sich direkt an office@bintense.at. Sie finden eine Zusammenfassung aller Hinweise auf den ersten Seiten der Betriebsanleitung. Alle Informationen zu Transport und Lagerung der B-Intense Meet Infrarotkabine finden Sie in der Betriebsanleitung. Nachfolgend ein paar Hinweise zur Anwendung der Infrarotkabine. Vor der Benutzung prüfen Sie die Kabine auf Unversehrtheit. Aus hygienischen Gründen trägt der Anwender Badeschuhe beim Betreten der Infrarotkabine und verwendet ein Handtuch als Unterlage zum Sitzen. Eine Behandlung dauert ca. 30 bis 50 Minuten, je nach medizinischer Indikation. Nach 60 Minuten schaltet die Kabine automatisch ab. Während der Anwendung werden Temperaturen von 30 bis 40 Grad erreicht.
Vor der Nutzung der Kabine wird empfohlen, ein Glas Wasser zu trinken. Die Intensität kann während der Anwendung verändert werden. Sollte eine Sehhilfe benötigt werden, so ist diese während der Anwendung zu verwenden. Die Infrarotstrahlung muss direkt auf die Haut treffen. Dafür muss der Oberkörper des Anwenders frei sein. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne optimal eingestellt ist, damit die Wirbelsäule genau vor dem Schalter positioniert und der Rücken angelehnt werden kann. Nach der Behandlung empfehlen wir eine Dusche. Desinfizieren Sie Sitzbank und Rückenlehne nach der Behandlung. Vorteile der Verwendung einer B-Intense Med-Infrarotkabine sind lokale, berührungslose Wärme, Muskelverspannungen werden gelöst, Schmerz- und Spannungszustände verringern sich, schnelles Aufheizen der Kabine und die intuitive Bedienung für Personal und Anwender. Die Steuerung der B-Intense Med-Infrarotkabine befindet sich im Inneren der Kabine. Dadurch kann der Anwender jederzeit eine Anpassung von Intensität, Licht- und Musikwiedergabe vornehmen. Die Kabine wird mit der Ein-Aus-Taste aktiviert. Die Voreinstellung von 30 Minuten Anwendungsdauer kann innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der B-Intense Med mit der Plus-Minus-Taste in 5-Minuten-Schritten verstellt werden. Es können maximal 50 Minuten eingestellt werden. Die Rücken- und Frontstrahler werden innerhalb von 2 bis 3 Sekunden aktiv. In der Grundeinstellung erwärmt sich der Frontstrahler auf 100% seiner Leistung, der Rückenstrahler auf 50% seiner Leistung. Der Frontstrahler kann jederzeit über das Bedienfeld reguliert werden. Durch einmaliges Drücken des Symbols für den Rückenstrahler wird dieser aktiviert und kann durch die Plus-Minus-Taste eingestellt werden. Gleiches gilt für den Frontstrahler. Wir empfehlen, in den ersten 5 Minuten der Anwendung den Rückenstrahler nicht über 50% zu erhöhen, da sich so der Körper auf die Wärmezufuhr einstellen kann. Das Licht wird durch Drücken des Lichtsymbols an- und ausgeschalten. Einmaliges Drücken des Musikwiedergabesymbols aktiviert die Audio-Wiedergabe der SD-Karte. Mit den Plus-Minus-Tasten wählen Sie den gewünschten Titel aus. Ist die Musik aktiv, so ändern Sie die Lautstärke durch Drücken des entsprechenden Symbols und den Plus-Minus-Tasten. Einmaliges Drücken aktiviert die Audio-Wiedergabe von externen Audioquellen, die mit einem 3,5 mm Audio-Klinkenkabel an den AUX-Anschluss auf der Seite des Leistungsteils der Infrarotsteuerung angesteckt werden können. Wenn diese Funktion nicht verwendet wird, hat diese Taste keine Funktion. Wenn Sie Änderungen an den Grundeinstellungen der B-Intense Med-Infrarotkabine durchführen möchten, können Sie dies im Servicemenü ändern. Wie Sie in das Servicemenü gelangen und die einzelnen Parameter ändern, finden Sie direkt in der Betriebsanleitung. Informationen zur Reinigung, Garantie und technischen Daten der Infrarotkabine entnehmen Sie den letzten Seiten der Bedienungsanleitung. In diesem Video war die Kabinentür während der Anwendung zur besseren Veranschaulichung meist offen. Tatsächlich findet die Anwendung in der Praxis mit geschlossener Türe statt. Bei Fragen kontaktieren Sie das B-Intense Büro unter office@bintense.at. Wir wünschen Ihnen und Ihren Anwendern viel Freude mit der B-Intense Med-Infrarotkabine.